Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Heute sind wir zurück mit einer weiteren Folge, in der wir uns ein neues Deck anschauen werden, welches mit dem neuen Set Future Circuit, welches released worden ist in der letzten Mainbox, spielbar ist, und zwar Cosmo. Cosmo wurde von vielen Leuten sehr gehypt, weil es, glaube ich, im TCG sehr beliebt war und ist ein Deck, was auf Sea-Karten aufbaut, größtenteils, und Maschinenkarten, und welches so eine Art futuristischen Klang hat, wie der Name schon sagt. Cosmo mit Z, ziemlich edgy. Und das Deck ist aktuell nicht wirklich Top-Tier, würde ich sagen, aber es ist ziemlich gut in dem, was es macht. Und das ist Spammy sein. Und Spammy sein ist an sich immer gut. Aber was macht denn überhaupt diese Karten besonders? Was macht Cosmo, den Archetype, besonders? Cosmo-Karten haben den Effekt, dass man sie selber vom Spielfeld aus verbannen kann, ja. Also den Großteil, beispielsweise Blechbüchse, um ein anderes Cosmo-Monster von der Hand spezial zu beschwören. Blechbüchse ist zudem der beste Starter, weil er für die Kosten von 500 Lifepoints, die wir zahlen, drei Cosmo-Karten mit unterschiedlichen Namen von unserem Deck vorzeigen kann. Unser Gegner bestimmt eine, und wir können diese Karte anschließend auf die Hand nehmen und die restlichen auf den Friedhof schicken. Das ist ein ziemlich guter Effekt, weil, wie gesagt, Cosmo-Blechbüchse dadurch eine beliebige andere Cosmo-Karte von der Hand spezial beschwört. Und das ist gut. Wir haben das Bauernmädchen, was ebenfalls ein guter Starter ist. Das Bauernmädchen kann, wenn es Kampfschaden zugefügt hat, uns 500 Lifepoints zahlen lassen, um dann halt eine Cosmo-Karte zu searchen. Das wird in den meisten Fällen nicht eintreten, aber viel wichtiger ist, dass sie halt normal beschwörbar ist und ein Cosmo-Monster der Stufe 4 oder höher von unserer Hand spezial beschwören kann. Wir haben Cosmo-Wegbereiter. Cosmo-Wegbereiter kann nicht als Stil für Karteneffekte des Gegners gewählt werden, ist auch eigentlich unser größtes Monster, wenn man die normalen Karten sich so anschaut, und wir kriegen in jeder Standby-Phase 1000 Lifepoints. Gleichzeitig dazu, und das ist das Coole an dieser Karte, diese Karte kann sich nicht selber banishen, um eine andere Cosmo-Karte zu beschwören, nein, falls Cosmo-Wegbereiter durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, können wir uns ein Cosmo-Monster der Stufe 6 oder niedriger als Spezialbeschwörung von unserem Deck beschwören. Ja, das ist also das Besondere am Wegbereiter. Cosmo Gleitflieger kann, nachdem er normal oder spezial beschworen ist, eine Zauber- oder Fallenkarte durch ein Spielfeld zerstören, was ganz cool ist, weil Wegbereiter sozusagen in den Gleitflieger floatet und wir dann auch noch einen Free Pop haben. Das ist ganz praktisch. Und auch falls diese Karte zerstört wird, können wir sie vom Friedhof verbannen, um dann einen Cosmo-Monster Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von unserem Deck zu beschwören. Ihr merkt also schon, wir haben hier eine Theme, die floaten so ein bisschen ineinander, was das halt ganz cool macht. Strohmann kann für die Kosten von 500 Lifepoints ein verbanntes Cosmo-Monster Spezialbeschwören in Verteidigungsposition. Auch nochmal eine ganz gute Comeback-Option. Wir haben den Dogfighter, der eine Dog-Spielmarke auf das Spielfeld holt und auch selber wieder floatet. Ihr merkt schon, Wegbereiter into Dogfighter into Gleitflieger ist eigentlich eine ziemlich solide Wall, um dann halt auch den Turn 1 zu überleben. Wir haben Cosmo-Schwebetruppen, die sich ebenfalls selber verbannen können, um dann halt eine andere Cosmo-Karte spezial zu beschwören und auch nochmal eine Recovery-Option darbieten, denn Cosmo-Schwebetruppen können für die Kosten von 1000 Lifepoints ein Cosmo-Monster von Psi in unserem Friedhof fehlen und es spezial beschwören. Ihr merkt also, Cosmo basiert so ein bisschen darauf, dass man halt seine Ressourcen wieder managt und ist eher so ein Control-Deck, deswegen haben wir auch nochmal ein paar Control-Fallenkarten drin, Maßregelungen mit Zwangsevakuierungsgerät und die Cosmo-spezifische Fallenkarte Cosmo. Wir wählen nämlich ein Cosmo-Monster, das wir kontrollieren, zerstören ist, und falls wir dies tun, verbannen wir eine Karte, die unser Gegner kontrolliert oder die sich in seinem Friedhof befindet. Da wir nur davon profitieren, wenn unsere Cosmo-Karten zerstört werden, allen voran sowas wie Wegbereiter oder Gleitflieger, ist das ein ziemlich starker Effekt, wenn ihr mich fragt. Anyways, genug gelabert, wir haben hier auch nochmal die neue Karte Amphibisches Schwarmschiff Amblowal und ganz viele natürlich andere Linkkarten unserer Wahl. Wir wollen jetzt aber erstmal durchziehen und ja, Skill unserer Wahl ist LP Boost Alpha. LP Boost Alpha bietet sich in einem Cosmo-Deck ganz gut an, weil wir natürlich sehr, sehr viele Effekte haben, die über Lifepoints aktiviert werden können. Ja. Und das sei jetzt mal zu Cosmo gesagt. Ich habe jetzt hier erstmal wieder richtig schön Kollega-Style Double Time gerappt. Neue Woche, neues Glück. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wie immer, Leute, wenn euch das Video gefällt, denkt dran, Daumen hoch ist immer gerne gesehen. Supportet nicht nur das Video und auch das Comeback, weil jetzt der Algorithmus wieder so ein bisschen kaputt ist, weil ich zwei Wochen gefühlt nichts gemacht habe.
ja, ist ganz gut, würde ich mal behaupten. Ihr könnt natürlich auch dem Video einen Kommentar da lassen. Würde mich auch tierisch freuen. So, wir spielen gegen ein Exodia-Deck und mein Gegner fängt an. Das heißt also, bevor ich irgendetwas machen kann, kann ich theoretisch vielleicht sogar verlieren. Wird Zeit für Ash Blossom, ja? Die gute Ascheblüte, um den Gegner an Draw oder ähnliches zu hindern. So, Kontakt wandeln. Here we go. Jetzt geht die Clown-Fiesta los. Eine Handkarte wird abgeschmissen, eine Neo-Weltraumkarte aus dem Deck wird discarded und zwei Karten werden gezogen. Mal gucken, ob der Gegner mich innerhalb von diesem Duell besiegen kann. Magischer Hammer. Okay, das ist schon mal ziemlich schlecht für ihn. Er wird auch aufgeben, wenn er jetzt in dieser Runde nicht gewinnt. Wird er jetzt alle drei Handkarten reinmischen? Nee, du hast wahrscheinlich ein Exodia-Piece gekeept und ziehst jetzt zwei Extra-Karten. Erstes Spiel, erster Sieg, würde ich an der Stelle mal grob... Warum mischst du jetzt zwei Karten rein? Jetzt kannst du auch keine Karte mehr wie in die Leere aktivieren, ne? Weil du jetzt nur noch zwei Handkarten hast. Äußerst ärgerlich. Zumindest für dich. Zumindest für dich ist das äußerst ärgerlich, aber nicht für mich. Guck mal, was hier so noch kommen wird vom Gegner. Pancho 64. Der gute alte Pancho Poncho. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und euch geht's natürlich allen wunderbar. Ich bin, wie ihr bereits gesehen habt, in vollen Zügen wieder. Oh, shit. Ich bin natürlich in vollen Zügen wieder Duel Links, Master Duel, was auch immer am Genießen. Und wenn euch das gefällt, ihr wisst Bescheid, ich würde mich da tierisch über Support in jeglicher Form freuen. Und ja, was kann ich da sonst groß sagen? Ich bin am Überlegen, wie ich jetzt erstmal den Kanal demnächst restrukturiere. Ihr werdet da ein paar Neuigkeiten bekommen demnächst. Oh my lord, das ist actually losable. Das ist actually losable. Ich habe zwar gelacht, aber wenn mein Gegner zweimal Topf der G aktiviert... Wait, what? The hell is this? Warum aktiviert der Gegner eine Fallenkarte vielleicht? Ja, ich weiß es nicht. Cosmojo, here we go. Wie wollen wir das Ganze denn jetzt an den Start bringen? Wir aktivieren den Cosmo Strohmann, aktivieren den Effekt vom Strohmann. Wir verbannen den Strohmann, um von unserer Hand den Gleitflieger zu beschwören, I guess. Und dann halt die Backrow-Karte zu zerstören, was auch immer das ist. Untertor. Alright, dann können wir nämlich jetzt Cosmojo und ein Zwangsevakuierungsgerät droppen. Zwei Karten, die mir absolut nichts bringen. Aber ich kann zumindest ein bisschen pressuren. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten angefangen. Wir hätten angefangen, wir hätten den Wegbereiter beschwören können. Wir hätten Cosmojo mit Wegbereiter. Das wäre insane gewesen. Holy damn. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass dieses Deck Top-Tier ist. Ich glaube aber, dass dieses Deck wirklich durchaus brauchbar sein kann. Aber wisst ihr, was auch sein kann? Dass wir jetzt in der kommenden Runde verlieren. Weil mein Gegner zweimal Topf der G aktiviert hat. So, next. Yu-Gi-Oh! GX! Generation Next! Okay, was passiert jetzt hier? Mit Next wird der komplette Friedhof beschworen, oder was? Wäre natürlich nicht so geil. Gucken wir mal. Okay, Hummingbird. Lomos. Oh my lord, es ist fast der... Holy. Okay. Was ist das für ein Clown-Duell, Leute? Was ist das für ein Clown-Duell? Weltraumgeschenk. Machen wir das Beste draus. Leid es mir tut, das kann ich tatsächlich verlieren. Da ist der Hummingbird. Der seinen Effekt aktiviert, okay, um 500 Life Points zu generieren. Jetzt ist er wohl Cosmojo. Wir zerstören dich. Verbannen die Backrow-Karte. Mit dem Effekt vom Gleitflieger. Gleitflieger. Was ist der Way to Go?
die Karten halt verbannt, ne? Überlegen. Spezialbeschwörung. Ja, was ist es denn? Ich würde ja gerne gewinnen, wenn es geht, ne? Das heißt, ich muss jetzt irgendwas beschwören, was 3000 Attack hat. Habe ich irgendwas, was 3000 Attack hier hat? Ich könnte gucken, dass ich den Abloval beschwöre. Na, ja, ich könnte gucken, dass ich den Abloval beschwöre. Aber wie machen wir das am besten? Hornmädel ist jetzt nicht so geil. Okay, schauen wir erstmal die Blechbüchse. Blechbüchse ist, glaube ich, ein solider Start erstmal. Ne? Ja, pro Spiel. Oh, während der Endphase. Ach, das ist natürlich wunder. Wait, what? Okay, das war eigentlich nicht geplant. Och, come on, was machst du da, Reggie? Was machst du da, Reggie? Och, Mann. Das war eigentlich überhaupt nicht geplant. Oh, Mann. Och, Mann. Das ist ein Quickplay-Effekt. Oh, deswegen ist die Blechbüchse ja noch besser. Ich dachte, ich kann den einmal pro Spielzug während der Endphase-Effekt aktivieren. Ich dachte, das ist der Effekt. Oh, no. Oh, no. Das sind wahrscheinlich drei Exodia-Pieces auf der Hand des Gegners. Das sind wahrscheinlich drei Exodia-Pieces auf der Hand des Gegners. Okay, das ist der Dogfighter. Aber der Dogfighter bringt mir halt nichts. Wir können Maßregelung aktivieren. Wir können mit Maßregelung Kontrolle über dich erringen. Dann können wir... den Dogfighter beschwören. Greifen hier an. Ich hätte eigentlich die Kontrolle über dich erlangen sollen. Macht aber keinen Unterschied. Kontertor. Wahrscheinlich Kontertor, ne? Oh no! Ich kann Exodiat werden! Jetzt hör auf! Tu mir das nicht an, Spiel. Okay, erstmal aktivieren wir den Effekt von dir. Da kommt die Spielmarke. Ach, Leute, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Ich kann doch jetzt nicht gemimt werden. Nein, ich kann nicht gemimt werden. Nein, das gibt's doch nicht, als ob du nochmal zwei Karten ziehen kannst. Okay, sieht nicht so aus, als ob ich verloren hätte. Es sieht nicht so aus, als ob ich verloren hätte. Zumindest noch nicht. Aber er kann theoretisch nochmal Kontertor droppen. Er hat mindestens ein Exodia-Piece nicht auf der Hand. Das ist die letzten bei oder das letzte Piece ist irgendwo im Deck. Ah! Let's go. Cosmojo! Ich krieg erstmal wieder Life Points. Und jetzt können wir mal gucken, was wir machen. Macht keinen Unterschied, was wir machen. Wir können Cosmojo jetzt einfach droppen und dann einfach angreifen. Let's go! GG's! Ich habe nicht gegen Exodia verloren und muss mich dementsprechend nicht irgendwo im Wald begraben, weil es so übertrieben peinlich ist. Nochmal Glück gehabt. Das wäre ansonsten sehr, 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 sehr peinlich gewesen. Eieiei, das wäre ansonsten sehr peinlich gewesen. Müssen wir aber mal das Deck des Gegners anschauen. Was hat er denn noch auf der Hand? Weltraum geschenkt zweimal, ne? Probably zweimal Weltraum geschenkt. Was ein Schmutzdeck. Was ein Schmutzdeck vom Gegner. Aber hey. Der Typ ist damit Platin 5, okay? Das heißt, der hat schon einige Duelle im G1 gewonnen, okay? Muss ich mal überlegen. Wenn ich jetzt in diesem Duell
mal zeigen kann, was dieses Deck so kann, wäre ich sehr happy. Wir fangen zumindest nicht an. Das ist wieder nicht so geil. Oh, Harpyon. Aber Harpyon sind eigentlich ganz nice. Cosmo Wegbereiter ist ziemlich strong gegen Harpyon. Denn der Wegbereiter kann nicht als Ziel für Karteneffekte des Gegners gewählt werden. Was ihn sehr, 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 sehr gut macht. Problematisch wird es eher, wenn der Strohmann auf einmal gesnackt wird. Okay, das ist die Slash Harp hier. Da ist das Orakel. Orakel kann jetzt den Egotist in der Endphase durch ihren Effekt wieder auf die Hand nehmen. Beziehungsweise jetzt schon. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Okay. Dann ist alles wunderbar. Weil dann beschwören wir jetzt unser Bauernmädchen. Wir verbauen das Bauernmädchen, Geist. Wir verbannen das Bauernmädchen, beschwören den Wegbereiter. Und ich will jetzt nicht sagen, wir haben gewonnen. Aber mein Gegner hat jetzt hier erstmal eine Mammutaufgabe vor sich. Weil wie gesagt, der Wegbereiter kann nicht getargetet werden. Eigentlich ein sehr simpler Effekt, aber ein Effekt, der durchaus strong sein kann. Galaxiezyklon. Okay. Warum auch immer man die Karte jetzt hier spielt. Wir bouncen auf jeden Fall das Orakel wieder zurück auf die Hand. Alright. Da ist die Harfenistin. Da kommt jetzt gleich der Egotist. Genau, vornehmer Egotist. Was ist das denn für ein Free-to-Play-Harpyon-Deck? Ist ja der Wahnsinn. Weil, ich meine, er hat nicht die Kanalisiererin, ne? Deswegen. Er hat aber auf jeden Fall das Orakel. Das Orakel von Delphi. Was ist denn, wenn er jetzt in die Slash-HP geht? Jetzt nochmal das Orakel specialt. Orakels Effekt ist wieder aktiv. Das heißt, er kann sich wieder einen Egotist auf die Hand nehmen. Live. Und der Egotist. So, Wegbegleiter gibt mir jetzt erstmal 1000 Lebenspunkte. Auf geht's. Mal schauen, ob mein Gegner Karten lesen kann. Was willst du gegen die Wegbereiterin machen? Hä? Was willst du gegen die Wegbereiterin machen? Sieht ein bisschen kritisch aus für dich. Am I right? Anyways. Cosmo Strohmann. Hysterische Party. Alles klar. Hysterische Party. Warten wir erstmal. Wir können aber jetzt erstmal Strohmanns Effekt aktivieren. Und den Dog aus Feld holen. Ui, das ist strong. Double Slash Up hier. Oh, what? Okay, das ist strong. Das ist richtig strong. Oh, Lord, die hysterische Party. Die hysterische Party ist natürlich nicht so nice. Zokati zur Party. Anyways, wir greifen einmal hier an. Anschließend. Einmal hier. So. Kartenziegespür, Zauberfalle. Was holt man sich denn jetzt in dem Fall? Anyways, wir droppen den Cosmo Dogfighter. Let's go. Ich habe eine kosmische Spielmarke. Okay, zeig mal, was du kannst. Live.
Okay. Dann aktivieren wir noch Cosmojo. Kann der Gegner mir theoretisch den Dogfighter-Marke zurückbouncen, ne? War die richtige Entscheidung von ihm. Okay. Spielt der Sinn? Malevolent Sinn? Malevolent Sinn wäre hier natürlich mies. Mies Kacke wäre die für mich. Spannend. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr spannendes Duell. Rebellionsdrache. Okay. Rebellionsdrache. Mhm. Okay, er nimmt Attack von der Spielmarke. Da sind die Jagdkunde der Harpier. Okay. Er darf jetzt halt keine Harpien beschwören. Weil er ansonsten selber die Jagdkunde wieder kaputt macht. Wäre halt wasted. Ah, der Egotist, den hat er ja eben abgeschmissen, ne? Eine Backrow-Karte, was schon mal kacke ist. Du greifst da an. Du greifst da an. Okay. Ah, wie können wir das denn gewinnen, Mann? Das zu gewinnen wird nicht leicht. Weil irgendwann der zwei Backrow-Karten gezogen hat. Ich meine, ich kann halt erstmal den Gleitflieger droppen, ne? Und mit denen kann ich zumindest die hysterische Party zerstören. Und damit geht die Slash-Up hier auch in den Friedhof. Okay. Da ist ein Wegbereiter. Lass uns doch einfach mal folgendes tun, ne? Cosmo Dogfighter. Was aber voll so, okay, wild. Passen wir erstmal. Komme ich denn jetzt um den Rebellionsdrachen rum? Über Link Summons, beziehungsweise über Value. Ernsthaft. Das ist big. Kann er den Effekt von dir aktivieren? Okay, das kann er zumindest nicht. Alright. Dann geht's jetzt hier doch nochmal ab. Er kommt halt nicht an die an meiner Cosmo Engine vorbei. Sakuretsu-Rüstung. Was? Okay. Du willst. Das ist die Blechbüchse. Ah, Leute, Leute, wie gewinnen wir das? Wie gewinnen wir das? Wie zum Teufel gewinnen wir das? Muss Link beschwören. Müsste Link beschwören. Das wäre zumindest schon mal ein guter Start. Können wir folgendes einmal machen? Erst. Erstmals. Wir haben alle Zeit der Welt. Kartenziege spürt Zauberfalle. Okay. Warum? Warum ist die Frage? Anyways, konzentrieren wir uns mal. Albtraum Einhorn wäre big hier in dem Fall. Ja, Albtraum Einhorn wäre big. Wen greifst du an? Gleitflieger. Okay. Und es war irgendwas aktivierbar. Es war irgendetwas aktivierbar. Anyways. Blechbüchse it is. Und ich aktiviere jetzt nicht den Effekt. Erst in der Endphase aktiviere ich den Blechbüchsen-Effekt. So. 500 Life Points. So langsam, aber sicher neigen sich meine Life Points auch. Neigen sich meine Life Points zugrunde. Wir können Cosmojo Modo Dodo raussuchen. Wir haben den Strohmann, der noch einen Wegbereiter raussuchen kann. Strohmann.
Und meinetwegen nochmal Schwebetruppen. Aber Schwebetruppen lohnt sich nicht. Schwebetruppen sind nicht so nice. Dann eher nochmal eine Blechbüchse. Ah, wobei die Blechbüchse jetzt natürlich auch nicht so toll war. Anyways. Ich hoffe auf Cosmojo. Cosmojo ist big. Oh ja, Cosmojo ist big. Nehmen wir erstmal eine Karte. Oh, und nochmal Cosmojo. Und nochmal Cosmojo. Alles klar. Dann legen wir Cosmojo und nochmal Cosmojo verdeckt. Und beenden den Zug. Wir aktivieren nochmal den Effekt von der Blechbüchse. Zahlen nochmal 500 Life Points. Können uns dieses Mal die Schwebetruppen Doggo und Gleitflieger holen. Wobei das jetzt eigentlich auch wieder nicht so gut war. Die Karten gehen in den Friedhof. Ja, die Karten gehen in den Friedhof. Das heißt, ich habe jetzt zu viele von denen im Friedhof und mein Wegbereiter floatet gar nicht mehr. Ragor, was hast du gemacht, du Verrückter? Das war nicht so gut. Wiedergeburt. Okay. Wahrscheinlich ein Slash ab hier. Denke ich mal. Oder ein Wegbereiter. Ah! Weder noch ein Gleitflieger. Leute, Cosmo macht Spaß. So, Gleitflieger, let's go. Dann aktivieren wir Cosmojo. Wir wählen dich. Boom. Und wir verbannen den Rebellionsdrachen. Alright. Jetzt haben wir wieder den Wegbegleiter, der nicht von Karten getargetet werden kann. Okay, man muss auf jeden Fall vorsichtig sein mit dem Effekt der Blechbüchse. Man darf nicht zu viel discarden. Man darf wirklich nicht viel zu viel discarden. Buch des Mondes. Ja, du musst deine eigene Karte zumflippen. Du Big Brain. Jawoll! 1000 Life Points! Und wir haben die Cosmo-Schwebetruppen. Cosmo-Schwebetruppen! Einfach pro Spielzug, du kannst 1000 Life Points zahlen. Genau, wir aktivieren den Effekt, dass wir 1000 Life Points zahlen. Und ich würde mir gerne den Strohmann holen. Warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Dann aktivieren wir Cosmojo. Verbannen dich. Beziehungsweise zerstören dich. Und verbannen dann die Backrow-Karte vom Gegner. Schwalbennest. Dann aktivieren wir den Effekt vom Strohmann. Holen uns mit dem Strohmann meinetwegen nochmal einen Wegbegleiter aufs Feld. Ja, Cosmo ist so strong, Leute. Cosmo ist so strong. Look at this. Ein Angriff 4, boom, die Karte wird zerstört. Ich hätte mir dadurch jetzt auch nochmal was anderes holen können. Wenn ich noch einen Slot frei hätte. Und direkter Angriff auf seine Lebenspunkte. Guckt euch das an. Guckt euch das an, Leute. Cosmo. Cosmo, Cosmo, Cosmo und Wanda. Nice. Das Deck macht Spaß. Das Deck macht Spaß und ist fair. Es waren jetzt zwar nur zwei Duelle, aber es waren genüssliche Duelle. Ja, einmal gegen den Exodia-Spieler und einmal gegen den Harpien-Spieler, der zwar einen soliden Start hatte, aber trotzdem nicht gegen mich vorangekommen ist. So lobe ich mir das. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder und bis dahin wünsche ich euch gut Kick. Was? Nicht gut Kick. Bis dahin. Haut rein, macht's gut. Haut rein, euer Regi. Macht's gut.